Herzlich willkommen zur nächsten Tour. Heute meine Dorftour und ihr seid mit dabei. Lasst euch überraschen, was ihr sehen werdet. Wir befinden uns jetzt gerade in Rathekau in Schleswig-Holstein und wir fahren ein bisschen durch die Dörfer. Viel Spaß und bis später. 3, 2, 1. Ja, hier seht ihr die Kirche von Rathekau in Ostholstein. Sehr schön gemacht. So, wir befinden uns jetzt gerade in Techau. Wir kommen gerade von Rathekau. Techau ist ein Ortsteil von Pansdorf, müssten viele kennen, ist nicht weit von Timmendorf. Ja, und wir wollen mal weiterschauen, wo wir hinkommen, ne? Moin. Ja, und das war Sankwitz. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Wulfsdorf, bevor wir dann nach Ahrensburg fahren. Ja, hier fahre ich gerade auf der Landstraße. Das ist eigentlich nicht so mein Ding. Zum Glück ist nicht allzu viel Verkehr. Wollen wir mal schauen, was es hier gibt. Dies ist der Hofladen in Wulfsdorf. Nudeln, Apfelsaft, Eier, na klar, und Kartoffeln. Na, so viel kann ich heute gar nicht mitnehmen. Also richtig top. Ich werde mir jetzt was aussuchen. Und die Beute zeige ich dann später. So, nach dem Hofladen in Wulfsdorf sind wir denn jetzt schon wieder auf einer Landstraße Richtung Ahrensburg. Und da will ich euch auch noch einen Hofladen zeigen. Ja, und langsam bekomme ich Hunger. Nach dem Hofladen werde ich mir erstmal einen schönen Rastplatz suchen. Ja, laut Google Maps fahren wir jetzt noch genau 24 Minuten zum nächsten Hofladen bei dieser Dorftour und Hofladentour. Und ich zeige euch ein bisschen die Landschaft von Ostholstein. Wetter könnte na klar besser sein.
Es ist immer noch ziemlich kühl und kalter Wind. Ja, richtig heftig hier, direkt an der Bundesstraße. Ja, und jetzt geht's hier lang. Richtung Eutin. Aber da wollen wir heute nicht hin. Wir wollen ja nach Ahrensböck zum nächsten Hofladen. So, eine Straße weiter, da sind die Hofladen, Automaten. Das vorhin war der Verkaufsladen. Und ich will mal sehen, was es hier alles so Schönes gibt. Fleisch, Pasteten, Suppen, Kartoffel, Würstchen. Und ich nehme mir jetzt mal was raus und dann fahren wir weiter. So, dann muss ich mir noch was aussuchen. Mit der Karte bezahlen. Ja, und lecker Frikadellen. So, da bin ich wieder. Wir haben viel gesehen. Den Hofladen, den Foodautomaten. Und wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Warnsdorf und Richtung Heveln. Aber zuvor möchte ich gerne noch mal Pause machen und was essen. Ja, mal schauen, wo wir gleich einen Platz finden. Schön wäre auch eine Bank oder sehe ich was. Da werden wir uns jetzt hinpflanzen. So, ich habe hier eine schöne Bank gefunden. Und jetzt werde ich was essen. Euch die Einkäufe vom Hofladen zeigen und ein bisschen entspannen.
Ja, hier einmal einen leckeren Apfelsaft aus Wulfsdorf, sehr lecker. Dann vom Bauer Schramm aus Ahrensburg, leckere hausgemachte Frikadellen und Pfefferbeißer. Das reicht mir und ich habe mir ja noch was mitgebracht. Das zeige ich euch jetzt. Dies packe ich erstmal wieder zur Seite. So, was habe ich mir Leckeres mitgebracht? Von zu Hause. Eine Suppe. Ich stelle das mal zur Seite. Die gibt's jetzt. Und was für eine Suppe gibt es? Linsensuppe. Hier unter ist der Löffel. Ja, der kam jetzt rausgeplumpst. Drehen. Na. Jetzt haben wir es. Dazu gibt es Brot. Sehr lecker. Und na klar, was zu trinken. Prost! Ich hoffe, die Tour gefällt euch. Ich mache hier immer noch Pause, trink was, ich esse was, Linsensuppe mit Brot, mit Schinkenbeißer, eine leckere Suppe, köstlich. Und na klar, was zu trinken. Wir fahren jetzt Richtung Heven, dann nach Warnsdorf und dann sehen und hören wir uns wieder. So, gut gegessen, gut gestärkt. Jetzt geht's weiter Richtung Heven. So, wir trudeln jetzt so langsam in Heven ein.
So, wir sind jetzt hier im nächsten Hofladen. Und zwar so ein kleiner Kasten, so ein Eierregal, wo man sich welche rausnehmen kann. Ich habe mir 15 Stück rausgenommen. Die Beute zeige ich euch später. Wir sind hier in Heven, ein schöner Ort, schön ruhig. Ja, und das befindet sich alles so um die Umgebung von Travemünde. So, wir sind jetzt ein bisschen weiter gefahren und zwar nach Warnsdorf. Hier tausche ich immer meine Bücher. Ich habe jetzt auch welche mitgebracht und packe na klar auf welche rein. So, dann schauen wir mal, ob wir hier was haben. Erstmal packe ich meine drei Bücher hier rein. Die brauche ich nicht mehr. Und dann schauen wir mal, ob heute was dabei ist. Duden. Ja, Deutsch kann ich ein bisschen. Brauche ich nicht. Gut, das meiste habe ich gelesen. Dann fahren wir mal weiter. So, wir haben jetzt die große Runde fast hinter uns. Gleich will ich noch mal einen Kaffee trinken. Es ist auch ziemlich kalt. Ganz schön kalter Wind hier an der Ostsee. So, endlich einen Rastplatz gefunden. Ich trinke noch einen Kaffee, das ist meine Ausbeute. 15 Eier. Was habe ich bezahlt? Ja, 6 Euro. Aber dafür sind es auch richtig schöne Landeier. So, das war die Tour heute. Wir haben viel gesehen. Wir waren Richtung Ahrensböck, Wulfsdorf. Haben Hofläden gesehen, haben zusammen Eier gekauft. Ich habe euch ein Bücherregal gezeigt, wo man Bücher tauschen kann. Ich hoffe, diese Tour hat euch gefallen. Sie war mal ein bisschen anders, aber es hat Spaß gemacht. Das Einzige, was gestört hat, es war noch ziemlich kalt und kalter Wind. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich werde hier jetzt noch auf der Bank einen Kaffee trinken, ein Brot essen und dann geht's gleich Richtung Heimat. So, wir sehen uns. Bis demnächst. Danke.